Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream oder auf YouTube halt Let's Play. Ich muss gerade mal gucken, meine Kamera hängt ein bisschen schepp. Nee, sieht besser aus, ja. Gut, dann einfach hier mal fortsetzen und weiter failen, wie immer. Das Spiel kennen wir ja. Und hallo MarioFan98. Doing, doing. Weiter geht's. So, hier. Das fängt ja schon wieder gut an mit den Japanern. Ja. Jetzt mal kurz im Chat was gucken. Achso. Ja, ich habe das Design ein bisschen angepasst. Da ich ja auf zwei Plattformen gleichzeitig streame. Na. Streameinstellungen sind okay. Gut, soweit alles in Ordnung. Ach, verdammt. Und es fängt sehr toll an. So. Boah. Das ist wieder mies. Das ist mies. Und es gibt hier keinen Skip. Ne? Vorerst. Nein. Ich bin doch gerannt. Bin doch gerannt, verdammt. Nur ganz kurz gucken, nehme ich hier überhaupt auf? Ja, läuft. Ey, was macht der mit mir? Ich bin eben da auch hochgekommen. Ja, also. So, mal gucken. So, hier ist alles. Boah. Miep. Das ist nicht lustig. Och, Mario. Mach doch, was ich von dir verlange. Okay, wenigstens mal ein Leben. So, ein Versuch noch. Sollte ich vielleicht doch mal skippen. Ups. Ihr habt nichts gesehen. Schon wieder ein Japaner. Och nö, oder? Boah, wie soll man das denn? Hi Mario-Fan. Wie soll ich denn? Das kann doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ey, warum? Warum? Ach, komm. Da halten wir uns nicht ewig auf. Juhu! Was hat Tro nicht geschafft? Pff.
Du darfst wieder mitzählen. Easy. Dann wär's ja nicht mal schwer. Bitte? Wie soll ich denn? Nee. So, muss mal ganz kurz hier gucken. Ah doch, das mit dem Chat, das funktioniert. Jo, nee, ist klar. Die sind aber auch manchmal... Ach, guck mal. Wäre das jetzt eine Trolltür, oder? Und jetzt? Ja, nu? Alles klar. Ja, hast du auch die Level gesehen? Kein Wunder, dass ich so oft skippe. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin ja auch nicht droh. So, hier ist das. Gut. So. Ah ja. Aha. Schwer sein. Oh Mann. Zwei, vier von Nate. Och nö. Na super. Bitte. Wird ja immer besser. So, Alter! So. Immer diese miesen Level hier. Das war zu früh. Das verdeckt immer den Timer. Gut, meistens ist der Timer auch nicht so wichtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Komm. Hä? Jetzt wollte er nicht so, wie ich wollte. Icy Hot von Becky.
Auch schon wieder ein Schloss. Oh, das finde ich gut. Hi, Rageman42, und das war gerade der Follower-Alert. Bin ja ganz froh, dass es mal funktioniert hat, und nein. Bin verheiratet, I'm married. Blah. So, jetzt kommt mir doch schon wieder, aha, aha, guck mal, da haben wir doch was. Da. Im Chat hier ist gerade noch so ein bisschen. So. Transkript Einstellung immer 3 Sekunden. Hä? Ja, ich muss manchmal auch überlegen. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da rüber? Geschweige denn, wie komme ich da rüber? Nee. Boah. Nein! Warte mal, wieso ist das Hitbox-Chat-Fenster? Ah. Das hatten wir doch, hatte ich auch schon mal anders. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Chat-Hitbox, genau. So machen wir es doch wieder so, wie ich es vorher mal hatte. Langt's halt hier neben ein bisschen rein. Was anderes bleibt mir nicht. So, hoffe, das ist jetzt besser. Ich wollte das Spielefenster nicht noch kleiner machen, als es schon ist. Man muss ja dazu sagen, auf YouTube sieht man es eh wieder vor Vollbild. Ja, hier muss doch irgendwo... Das heißt, aber gehst du? Scheiß Eis. Zu breit, das ließ sich aber auch leider nicht so einstellen, wie ich das gerne hätte. Nein, das war knapp. Aber ich, wie gesagt, ich wollte halt das Spielefenster nicht noch kleiner machen. Ich muss sowieso mal gucken, kann sein, dass ich das bald mit dem neuen Design, was ich anstrebe, gerade vielleicht auch noch ein bisschen umändern. Ich habe mir nur gedacht, da ich halt wirklich auf beiden Plattformen, also Hitbox und Stream, gleichzeitig aktiv bin, ist es halt praktisch, wenn die auf Hitbox sehen, was die bei Twitch so schreiben und umgekehrt, ne? Das müsste ich mal für... Nein, verdammt. Das müsste ich doch mal für ein Tro bringen. Boah, verdammt. So, jetzt geht's aber los hier. Nein, das ist kein Stück mies, ne? Kommt der hier jetzt mit... brennenden... Cheeps. So, 6 Leben noch, das wird eng. Uah. Der läuft, ne? Hm. Naja, die
Nein, kein Skip. Das interessiert mich jetzt. Nein! Jawohl. Tja, man merke, wir können auch anders. So. La 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 la. Das ist eindeutig interessant hier. Okay, das ist die reinste Lebensfabrik, dieses Level. Habe ich die Befürchtung, dass da wieder was rauskommt. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Scheint nicht so. Bitte? Nein! Da hast du deinen Skip. Ja. Was? Konnte das jetzt wieder entziffern? Alter! Oh, no. Was zum Henker? Wie soll man denn da? Nein, 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 nein. Und schon wieder ein Japaner. Das letzte Leben. Dann spielen wir nochmal eine Runde normal. Ja, ja, eindeutig. Aber irgendwie muss derjenige sie auch geschafft haben. Ne? Ah, ja, ganz toll. Toll. Hier komme ich wohl später nochmal hin. Vielleicht. So, gerüstet für den Kampf. Obwohl, warte mal. Der Powerblock ist dafür. Ach, verdammt. Oh, kurzer Hänger. Capture Card, alles in Ordnung? Ja, doch, läuft. So. Ganz toll. So. One last life. Ja, passt ja irgendwie, ne? So, sollen wir den Pfeilen mal trauen? Sah bis jetzt noch ganz gut aus. Krieg ich die Dinger mit dem Powerblock kaputt? Nee, ne? Eigentlich nicht. Wie soll ich denn sonst... Hä? Stachel. Jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich auch, warum der Mancha da rumfliegt. Zing, genau. So. Och nö.